Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 63, erschienen am 28. März 2022. Eigentlich sollte die nächste Episode noch 2 Wochen auf sich warten lassen, aber es ergab sich kurzfristig ein Extrathema. Vor ein paar Tagen, am 23. März, absolvierte ESA-Astronaut Matthias Maurer seinen ersten Außenbordeinsatz im All. Genau darum, aber auch um Außenbordeinsätze allgemein, geht es in dieser Episode. Am Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Am 23. März 2022 absolvierte ESA-Astronaut Matthias Maurer seinen ersten Außenbordeinsatz im All. Gemeinsam mit NASA-Astronaut Raja Chari wurden verschiedene Arbeiten außen an der Internationalen Raumstation ISS erledigt. Bevor wir zu Matthias Maurers Einsatz kommen, gibt es hier noch einen kurzen Blick in die Geschichte. Außenbordeinsätze werden oft etwas beschönigend als Weltraumspaziergänge bezeichnet. In dieser Episode kommt auch oft die Abkürzung EVA vor, kurz für Extravehicular Activity. Außenbordeinsätze gab es zwar schon ziemlich früh in der Raumfahrt, aber nach dem ersten astronautischen Flug von Juri Gagarin im April 1961 dauerte es noch fast 4 Jahre, bis der erste Ausstieg ins All erfolgte. Das war am 18. März 1965. Da verließ der sowjetische Kosmonaut Alexei Leonow das Voschod-Raumschiff und war damit der erste Mensch, der frei im All schwebte. Gesichert war Leonow mit einer nicht ganz 5 Meter langen Sicherungsleine. Der Außenbordeinsatz dauerte etwa 12 Minuten. Die Rückkehr zurück ins Raumschiff war dann ein ziemlich großes Problem. Der Raumanzug hatte sich so weit aufgebläht, dass Leonow nicht zurück ins Raumschiff konnte. Er verringerte schließlich den Druck im Raumanzug und schaffte es dann wieder hinein. Erst im Januar 1969 unternahmen sowjetische Kosmonauten wieder Außenbordeinsätze. In der Zwischenzeit gab es eine ganze Reihe von EVAs durch US-amerikanische Astronauten bei Gemini-Missionen. Ed White unternahm hier den ersten Ausstieg ins All. 20 Minuten war er draußen, gesichert mit einer Leine, testete er Manöver mit einer Rückstoßpistole. Als er dann wieder in das Gemini-Raumschiff zurückkehren sollte, sagte er: "Das ist der traurigste Moment meines Lebens." 1969 erfolgte dann der erste Ausstieg auf einem anderen Himmelskörper. Neil Armstrong betrat den Mond. Bis Apollo 17 folgten weitere Exkursionen auf der Mondoberfläche. Seit Dezember 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Aber Ausstiege aus Raumfahrzeugen gab es natürlich weiterhin. Das konnte aus ganz verschiedenen Raumschiffen sein, wie Raumkapsel und aus dem Space Shuttle, aber eben auch aus Raumstationen wie den sowjetischen Saljuts oder der Mir oder dem amerikanischen Skylab. Und als es dann die internationale Raumstation ISS gab, wurden Außenbordeinsätze natürlich auch hier notwendig. Der erste fand am 7. Dezember 1998 statt. Über 7 Stunden waren die US-Astronauten Jerry L. Ross und James H. Newman im All. Sie arbeiteten an der Aktivierung des Unity-Moduls, dem ersten US-amerikanischen Modul und dem 2. Modul überhaupt, das für die ISS ins All gebracht wurde. Über 20 Jahre später, im Jahr 2022, gibt es nun fast 250 Außenbordeinsätze an der ISS. Der Einsatz von Raja Chari und Matthias Maurer war Nummer 248. Ich erlebte den Einsatz im Raumfahrtkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Oberpfaffenhofen. Dort traf ich Volker Schmid wieder. Herr Schmid ist der DLR-Missionsleiter für die Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer. Er war schon ein paar Male hier im Podcast zu hören, darum habe ich dieses Mal auf eine Vorstellung verzichtet. Eine ausführliche Vorstellung von Herrn Schmid gibt es in Episode 55 auf aufdistanz.de. Heute findet ein Außenbordeinsatz von ESA-Astronaut Matthias Maurer statt. Bei mir ist wieder mal Volker Schmid. Hallo Herr Schmid. Hallo Herr Naber.
Ein Außenbordeinsatz, EVA oder auch etwas vereinfacht Weltraumspaziergang genannt. Weltraumspaziergang beschreibt es schon ein bisschen, aber was ist eine EVA eigentlich? Also das heißt ja übersetzt Extravehicular Activity, also Außenbordtätigkeit. So in der Regel sind es Wartungsarbeiten oder Upgrades oder Reparaturen, die man durchzuführen hat in der Regel. Wir haben eine Raumstation, die grob 400 Kilometer hoch über der Erde schwebt und da kann man jetzt schlecht das Servicepersonal ständig hoch und runter schicken. Das heißt, die RaumfahrerInnen an Bord der ISS machen die Wartungsarbeiten selbst, aber die werden mit Sicherheit ja irgendwie so ein bisschen vorbereitet oder auch ein bisschen mehr. Ja, absolut. Die werden natürlich trainiert auf ihre Außenbordeinsätze und sowohl onboard aktuell gehalten, also mit den aktuellsten Informationen gefüttert und versorgt, die jetzt auftreten. Manchmal passiert ja auch ad hoc irgendwas. Ach, wir haben jetzt festgestellt, da ist jetzt irgendwo eine Isolationsfolie ein Stück weg, die müssen wir da kommst du dran vorbei, dann mach das mal eben wieder fest. So, das passiert und die langfristigeren, größeren Elemente, die werden natürlich viel vorher eingeplant und auch trainiert. Und generell wird während des Missionstrainings alle Außenbordaktivitäten werden dann unter Wasser trainiert, zum Beispiel in Houston in der Neutral Buoyancy Anlage. Das ist also ja wahrscheinlich das größte Tauchbecken der Welt, sagt man zumindest bei NASA. Und da ist die westliche Sektion der Raumstation komplett nachgebildet, 1:1. Und da kann man alles trainieren, was notwendig ist, um sämtliche Außenborddinge zu trainieren dort. Wenn man da jetzt trainiert unter Wasser, trägt man dabei die gleichen Typen Raumanzüge oder sind das Anzüge, die denen nachempfunden sind? Das sind funktionstüchtige Raumanzüge, die natürlich jetzt nicht mehr ins All gehen, sondern eben fürs Wasser. Aber sie sind mustergültige Raumanzüge, die raumtauglich sind oder wären. Um eben halt den Eindruck so naturgetreu wie möglich zu haben. Das Wort Spaziergang klingt immer sehr gemütlich. Das ist im All bei der eher lebensfeindlichen Umgebung mit Sicherheit eben nicht gegeben. Man sagt eben auch, dass diese extravehicular activities eben sehr, sehr anstrengend sind. Wie ist das begründet? Also man könnte sich jetzt vereinfacht vorstellen, wir schweben im All herum, wir müssen nicht mal stehen, man schwebt. Was macht diese Aktivität so anstrengend? Also man kann sich vorstellen, der Raumanzug, der wiegt erstmal am Erdboden so ungefähr 140 Kilo. Man hat ja ein komplettes Lebenserhaltungssystem drin, mit Kühlung, Heizung, mit Sauerstoff, mit Trinkbehälter. Auch wenn man mal auf die Toilette müsste, könnte man zumindest das kleine Geschäft erledigen. Gibt es also auch. Man kann nachtrinken oben, wenn man Flüssigkeit verliert. Das ganze System, Raumanzug, ist natürlich unter Druck, und zwar etwa 0,3 bis 0,4 Bar. Und trotz des geringen Drucks ist das ja wie so ein aufgepumptes Michelin-Männchen. Und man kann sich das am besten bildlich so vorstellen, als würde man jetzt bei allen Arbeiten, muss man gegen diesen Druck arbeiten. Und das ist ungefähr so der Widerstand eines Tennisballs. Ja, jetzt stellt man sich mal vor, man müsste bei jedem Schrauben, bei jedem Griff, feinmotorisch, bei jedem Fortbewegen gegen diese Kraft oder diesen Widerstand des Tennisballs anarbeiten. Und das macht's anstrengend. Und dann ist es halt auch sperrig. Ja, das ist, man sieht ja nicht nach hinten, man sieht auch seine eigenen Beine nicht, durch das Volumen des Raumanzugs, durch Gerätschaften, durch Kontrolleinstellungen vorne, die über für die Heizung und für die Kühlung sind vorne eben. Deswegen hat man an den Unterarmen, an den Armgelenken Spiegel, ja. Man hat auch oben am Arm oder am Schenkel Möglichkeit für eine Kladde, um eben die Prozeduren zu haben. Man hat Werkzeuge um die Hüfte. Also es ist schon ein globiges Ding, ja, kann man sich gut vorstellen. Und dann hat man eben zwei Sicherungsseile, immer eins erst einhaken, aushaken. Und so kann man sich an den Handrasten oder Handrails, die ganz über die Station verteilt sind, von einer Position zur anderen bewegen.
Eine andere Möglichkeit gibt es eben dann, das macht Raja Chari, der Kollege von Matthias heute, der hat den Komfort eben auf dem Roboterarm zu stehen und der wird von innen dann bedient und wird dann die Arbeit geschwenkt. Also es geht auch so, ja, aber da ist halt nur Platz für eine Person und Raja hat natürlich heute das Kühlsystem auf dem Programm und das ist extrem wichtig und er wird Schläuche austauschen, das ist eine Standardwartung. Die altern halt und das ist gerade im Bereich des Primärkühlkreislaufs mit Ammoniak besonders wichtig. So, auch das ist anstrengend, weil auch hier sperrig, er muss arbeiten, er muss gegen den Druck hantieren und nach 6,5 Stunden, wenn man dann in die Gesichter schaut, die sind ganz schön geschafft dann die zwei. Ja, Schwerelosigkeit bedeutet ja auch nicht, dass die Masse weg ist. Das heißt, wenn man also einen 200 Kilogramm schweren Raumanzug mit Lebenserhaltungssystem auf dem Rücken hat und aus dem Stillstand möchte man jetzt meinetwegen 3 Meter weiter in eine bestimmte Richtung, dann müssen diese 200 Kilogramm eben auch bewegt werden. Ich denke, das ist auch ein Faktor, oder? Ja, natürlich. Also gut, das ist natürlich ein kleiner Schubs genügt, aber man muss diesen Schubs ja sehr bedacht und sehr gezielt steuern und Aktio gleich Reaktio, das heißt die Raumstation stößt eben zurück, ja, und dann, wenn man nicht aufpasst, dann kommt man in eine Richtung, die man vielleicht nicht will. Für Notfälle hat man dann den sogenannten Safer an Bord. Also im Tornister hinten sind kleine Kaltgasdüsen mit Flüssigstickstoff. Also da kann man immerhin dann noch ein bisschen mit Kaltgasraketenkraft sozusagen zurück. Aber das wird eigentlich nie gebraucht, aber es gibt ein gutes Gefühl. Und klar, das ist ein sperriges Ding. Man kann sich ja selber mal hineindenken in sowas. Man hat ja beim Karneval oft auch so sperrige Kostüme an. Ja. Mir fällt da das Kostüm ein. Die Maus ist ja auch ein Raumfahrtveteran und die Menschen, die so ein Mauskostüm anhaben, das ist so ähnlich vielleicht. Ja. Ist auch ganz schön sperrig, ganz schön anstrengend, das so ein paar Stunden anzuhaben. Und das ist so ein bildlicher Vergleich, der hinkt natürlich ein bisschen, aber man kann sich so gut reindenken in solche Sachen. Jetzt sprachen wir gerade schon darüber, dass diese Kräfte, die man aufbringen muss, um den Raumanzug eben zu bewegen, die Hand zu krümmen, sich über die ISS zu hangeln, sehr kräftig sind. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es dort auch relativ viele Fälle von verlorenen Fingernägeln gibt. Ist das noch ein Thema? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Gute Frage. Könnte ich mir vorstellen, weil die Handschuhe natürlich innen drin, ja, das ist schon etwas gröber, ja, also weiß ich nicht, da müsste man mal einen Astronauten fragen. Man redet natürlich nicht so gerne darüber, ja, das ist auch nachvollziehbar. Was heute natürlich aufgetreten ist, oder die Heizung hat von dem einen Handschuh bei Matthias, die hat so ein bisschen gestreikt und jetzt müssen wir gucken, dass Matthias die Hand eben in der Tagesphase ein bisschen mehr in Sonnenlicht hält, dann, dass es nicht so auskühlt, aber das ist verschmerzbar wahrscheinlich durch das gesamte Thermalsystem im Anzug. Jetzt erwähnten Sie gerade schon die Klemmen, die Sicherungsseile und wenn man mal in den Stream hineinschaut, die Bilder von dieser EVA, da sieht man, dass es 2 verschiedene Formen von Klemmen gibt. Das eine schließt komplett rund wie ein Karabinerhaken beim Klettern, würde ich grob sagen. Und dann gibt es noch etwas, das so eher zangenförmig ist. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die sogenannte Masseklemme, also elektrisch gesprochen, und zwar um zu verhindern, dass man einen Stromschlag bekommt. Weil man darf nicht vergessen, die ISS ist eine große Struktur. Da oben ist immer noch Restatmosphäre, da ist Sonnenwind, da ist Magnetfeld und all das ist natürlich prädestiniert für eine elektrische Aufladung, für eine elektrostatische Aufladung. Und diese runde Klemme, die verhindert, wenn ich mich anschließe an die ISS, dass die Ströme da, dass ich eben keinen Stromschlag bekomme oder einen Funkenübertrag eben, der den Raumanzug vielleicht auch schädigen könnte. Ja. Und die Elektrik natürlich auch schädigen könnte, an der ich vielleicht arbeite gerade. Ja, soweit ich wahrnehme, gibt es Einsätze ohne Sicherungsleine heute nur noch sehr, sehr selten. Der ersten Einsatz, soweit ich weiß, war Bruce McCandless 1984. Gibt es Fälle, wo man auf die Sicherung heute noch verzichtet?
Nicht, dass ich wüsste. Also jetzt, wenn man der Foot Restraint oder auf dem Robotic Arm, der ist natürlich auch doppelt gesichert. Da hat man jetzt nicht das Sicherungsseil, aber auch da, sobald Raja irgendwo rankommt, wo er die Möglichkeit hat, sich nochmal zu sichern, und das wird ja auch überwacht vom Boden und von den Kollegen innen, ohne Sicherung eigentlich nicht mehr heute. Und Bruce McCandless, der hatte natürlich diese Manned Maneuvering Unit an, also praktisch einen eigenen Raketenrucksack, sehr komfortabel, damals entwickelt für Shuttle-Programm, sehr spektakulär eingesetzt, hat vieles ermöglicht. Ist seinerzeit sogar beim Skylab-Programm damals schon in einer Vorform ausprobiert worden, innen drin. Also das kommt vielleicht irgendwann mal wieder, wenn man auf dem Mond ist oder größere Infrastrukturen hat. Aber ungesichert wird man, wo es geht, vermeiden. Es ist für uns mit Luft um uns herum wahrscheinlich ja unintuitiv, dass, wenn man wirklich so, sagen wir mal, 2 Meter neben der ISS treiben würde und kein Richtungsimpuls hat, dass man nicht zurückkommt. Ja, genau. Das muss, auch das wird natürlich trainiert, und zwar auch in Houston zum Beispiel virtuell wird sowas gemacht, dass man plötzlich ein Seil nicht richtig eingehakt hat und man driftet weg, und dann um die Astronauten, Astronautinnen darauf vorzubereiten, mental auch, wenn was gut trainiert ist, geht in einen gewissen Automatismus über und lässt einen richtig reagieren, und deswegen ist das so wichtig, dass so ein Training gut gemacht wird und auch häufig gemacht wird. Bevor es nach draußen ging ins All, folgten relativ langwierige Vorbereitungen, aber die Vorbereitung für das Programm, was zu tun ist, wie viel Arbeit steckt da drin? Da steckt schon eine ganze Menge drin. Also so ein EVA-Team, der heutige, also so ein EVA-Team macht da sehr, sehr kontinuierlich die Arbeit. Man muss überlegen, dass die Arbeiten von heute auf dem EVA Ergebnis letzte Woche aufbauen. Und auch der nächste EVA, der jetzt nach Matthias und Raja kommt, wird darauf aufbauen, was die beiden heute erreichen werden am Ende des Tages oder am Ende ihrer Außenbordaktivität. Und da hat man einmal die etwas gröberen, langfristigeren Elemente, zum Beispiel gerade das Kühlsystem. Ne? Das tritt nicht eben mal so auf, sondern das kündigt sich vorher an, oder beziehungsweise man weiß, okay, ich muss dann und dann warten. Und das sind die größeren Arbeiten, die auch sehr gut durchgeplant werden müssen, wo ich Ersatzteile dann brauche. Und dann gibt es eben so Sachen, die plötzlich auftreten, wie mal ein Stück Isolation, was abgeht, oder was man hat ad hoc jetzt gesehen, oh, da müsste man mal nachgucken vielleicht bloß, ja. Und du kommst da gerade vorbei, dann planen wir das eben beim nächsten Mal ein. Und also diesen Mix. Und dann hat das Bodenteam, die begleiten ja den EWE sehr minutiös, sehr detailliert, sprechen die auch durch, immer wieder Rückkopplungen, die beiden, die draußen arbeiten, ja, wie war das nochmal, ja, hat man ja nicht alles im Kopf. Und dann gibt es eben auch die Experten für jedes System, die sind da, die sind erreichbar, so dass, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel eine Schraube klemmt oder etwas, was ich nicht auf dem Plan habe, dann kann sofort reagiert werden, und zur Not muss man dann vielleicht sagen, okay, das können wir jetzt nicht machen, wir brechen jetzt hier ab und gehen zum nächsten Arbeitsschritt, und das lassen wir offen, und das macht dann der nächste Außenbordeinsatz oder der übernächste Außenbordeinsatz. Also das ist sehr, sehr genau, sehr detailliert, sehr umfänglich geplant, sodass wirklich diese Zeit, die man draußen ist, die minimiert werden soll, aufgrund des höheren Risikos natürlich, außen exponiert, Stichwort Weltraumschrott, klein zu halten und den Erfolg sicherzustellen. Ja, Stichwort Weltraumschrott. Gibt es da vor einer EVA nochmal besondere Maßnahmen, dass man sich nochmal Dinge ganz genau anguckt? Oder wird es sowieso eigentlich für die ISS und für die Tatsache, dass dort Menschen an Bord sind, sowieso die ganze Zeit so genau nachgeguckt, dass nicht noch genauer geguckt werden muss? Also vom EVA wird sicherlich dann nochmal die aktuellste Lage geprüft durch NORAD, und da werden NORAD-Daten sicherlich einbezogen und andere Daten.
Ich meine, die größeren Elemente werden sowieso verfolgt, aber da wird wirklich nochmal genau geguckt, okay, in der Zeitspanne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie weit sind wir von den nächsten größeren Dingen weg? Und da ergeht sicherlich auch eine Einschätzung, wie riskant ist es jetzt, ja. Und das legt auch den Zeitpunkt eines EWS dann fest. Jetzt gibt es ja nicht nur Teile, die man eben sehen kann, sondern es gibt eben auch noch Weltraumstrahlung. In welchem Umfang ist das ein Thema, eine Gefahr? Das ist jetzt da oben, Gott sei Dank, nicht so drastisch wie zum Beispiel auf dem Mond. Warum? Weil die ISS in 400 Kilometer Höhe immer noch im Erdmagnetfeld unterwegs ist und dadurch auch gut geschützt ist. Und man kann es ungefähr so sagen, wenn man hier unten am Erdboden das Strahlungslevel als 1 setzt, dann hat man dort oben in der Flughöhe der ISS etwa 100 Mal mehr Strahlung wie hier am Erdboden. 10-mal mehr wie am Erdboden, wenn Sie jetzt von Deutschland nach USA über den Teich fliegen, vielleicht auch die südatlantische Anomalie kreuzen, da hat man dann ein bisschen mehr, aber Strahlungslevel eben da oben in der Höhe 100-mal mehr wie hier am Erdboden. Das ist auch ein Element, was natürlich so ein Halbjahresinkrement ausmacht, dass die Astronauten dann nur einer bestimmten Exposition ausgesetzt sind, also nach einem halben Jahr, maximal ein Jahr. Es gibt ja auch jetzt Mark van der Heide, der ist jetzt fast ein Jahr oben. Das geht dann in der Raumstation, das ist dann immer noch in Ordnung. Gibt es noch weitere Gefahren, die berücksichtigt werden müssen? Ja, natürlich. Raumfahrt ist immer riskant. Stichwort Leckage, Stichwort Kühlsystem, Ammoniak-Eintrag, also Kontamination. Feuer ist ein Gefahrenpunkt. Und diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, die werden auch extrem harsch trainiert. Die müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit richtig reagieren. Also mal angenommen, Feuer ist mit das Schlimmste und Ammoniakeintrag vom Kühlsystem, wenn ein Wärmetauscher kaputt geht und es kann an manchen Schnittstellen passieren, dass Ammoniak reinkommt in die Station, da muss man richtig reagieren. Und die müssen das im Schlaf beherrschen. Und ja, also Leck hatten wir bei Alexander Gerst, das ist dann relativ glimpflich gelaufen. Feueralarm gab es letzte Woche, habe ich mitbekommen, war aber Fehlalarm, Gott sei Dank. Reinhold Ewald hatte während seiner Mir-Mission Feuer, das war harsch und er ist sicherlich da einer der erfahrensten, die darüber berichten können, wie sowas also geht, ja, und bekämpft werden kann. Also toi toi toi, dass alles gut geht und aber es ist gut zu wissen, dass die Astronautinnen, Astronauten, Kosmonautinnen, Kosmonauten gut trainiert sind dafür. Jetzt wurde ja konkret die EVA von Raja Chari und Matthias Maurer heute gestartet. Die läuft, während wir hier reden. Was waren die konkreten Vorbereitungen für die beiden? Also die konkreten Vorbereitungen waren jetzt unmittelbar. Sie mussten ihre Anzüge checken. Sie mussten jetzt, sagen wir mal, noch die letzten Prozeduren updaten, das geht vom Boden aus, die kriegen dann die letzten Anweisungen, Updates. Aber wichtig ist Anzugcheck, Helmcheck, Kameracheck. Wir haben jetzt gehört gerade, dass die Helmkamera von Matthias nicht so richtig funktioniert hat, deswegen auch eine leichte Verzögerung. Sie tut es wieder wohl. Dann muss natürlich unmittelbar jetzt vor dem EVA, einen Tag vorher, werden die Astronauten da, die aussteigen, vorbeatmet. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die in der Luftschleuse übernachten, um dann reinen Sauerstoff zu atmen bei niedrigerem Druck. Damit gewöhnt man sich auch gleich an den Anzug. Dann legt man die Anzüge an. Die Vorbeatmung hat den Zweck, dass der Stickstoff aus dem Blutkreislauf rauskommt, ausgeatmet wird, ausgeschieden wird sozusagen. Denn bei vermindertem Druck kann die Gefahr bestehen, dass die Taucherkrankheit auftritt und das will man vermeiden und deswegen die Vorbeatmung. Das sind so die wichtigsten Schritte des EVAs. Dann muss natürlich auch das Werkzeug zusammengestellt werden und die Gerätschaft, die da draußen brauchen, das ist auch dabei und da helfen die anderen Kollegen natürlich mit. Warum wählt man für den Raumanzug einen anderen Druck und eine andere Gasmischung?
Ja, es ist natürlich so, dass wenn ich bei einem reduzierten Druck, wo ich mich dann gerade noch so bewegen kann, ja, über längere Zeit, damit hängt es ja zusammen. Wenn ich natürlich einen richtigen Raumanzug hätte, der vielleicht, sagen wir mal, man will ja eigentlich Normalatmosphäre haben, wo ich nicht vorbeatmet werden muss, aber da kann ich mich eben nicht mehr bewegen. Mit einem Bar Druck, stellen Sie sich vor, das ist, da kann ich mich nicht mehr, kann ich keinen Arm mehr krümmen, keinen Handschuh mehr krümmen und so weiter, keinen Finger mehr krümmen. Und deswegen der niedrigere Druck. Und wenn ich da jetzt eine Normalatmosphäre drin habe, dann habe ich ja 20% Sauerstoff, 80% Stickstoff. Da ist natürlich irgendwann die Sättigung beim Teufel. Und deswegen brauche ich reinen Sauerstoff. Und den Stickstoff will ich auch nicht, eben bei dem niedrigen Druck wegen der Taucherkrankheit. Also deswegen gehe ich da auf reinen Sauerstoff. Das ist also die Konsequenz von diesem Michelin-Männchen, von dem wir gerade schon sprachen, dass wenn das dann so aufgepumpt wäre und die Arme werden ganz lang und so, dass man die also kaum noch krümmen könnte. Genau, also wenn der Druck höher wäre, also ein Bar zum Beispiel, wie auf der Erdatmosphäre oder 0,8 Bar, das wäre deutlich mehr Kraftaufwand nötig. Und es gab mal Konzepte, sagen wir mal, man hat unterschiedliche Raumanzugmodelle in der Untersuchung, sage ich mal, oder in der Entwicklung. Ich kann mich erinnern, so in den Post-Shuttle-Ära, so 90er Jahre, 2000er, hat man auch mal Metallsegmente gehabt, die elektrisch unterstützt wurden, aber das hat sich bislang nicht bewährt. Heute geht man eher wieder ganz nahe an den Körper, also mit anderen Materialien, moderneren Materialien, wo man dann diese Aufgeblähtheit nicht mehr hat, sondern vielleicht den Druck durch das Gewebe erzeugen kann und die Atmung, also gar nicht mehr das Luftpolster im Anzug braucht, sondern das ist ein bisschen anderes Konzept. Wie weit sich das bewähren wird, werden wir sehen. Das ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Jetzt sind Menschen da draußen, die diese Arbeiten machen. Könnte so etwas auch robotisch passieren? Nee, eigentlich nicht. Also die Komplexität, die wir jetzt hier sehen bei solchen Einsätzen, wo die menschlichen kognitiven Fähigkeiten und die Intuition auch mal gebraucht wird und die Erfahrung gebraucht wird, handwerkliches Geschick und Praxiserfahrung, das kann eine Maschine nicht abfangen. Und Sie müssen ja auch bedenken, hinter jedem robotischen System steckt oftmals ein menschliches Kontrollsystem. Ja? Also kann ich es auch gleich mit dem Astronaut machen. Das ist jetzt auf der Raumstation. Wir haben viele Situationen dadurch gerettet, ja, durch Astronauten. Seien es Experimente, seien es Außenbordbereiche, Maschinen, viel zu komplex, viel zu kompliziert. Wir sind noch weit weg von einer intelligenten Robotik, Stichwort künstliche Intelligenz, Klugheit und Intuition in der Maschine mit Gefühl, also handwerklichem Gefühl, sage ich mal so, nicht menschlichem Gefühl, aber Handwerksgefühl, um solche komplexen Arbeiten hinzubekommen. Wenn wir uns mal zurückbesinnen, wie weit die Robotik auf der Erde ist, das klappt bei Industrieprozessen, wo immer die gleichen Handgriffe zu tun sind, wo Kraft eingesetzt werden muss, ja. Aber wo ich überlegen muss, ich muss da mal so und dann packe ich mich da so an und dann muss ich den Schraubenschlüssel mal so drehen und vielleicht mal so ansetzen, haben wir noch nicht in den Maschinen. Kommt vielleicht, Stichwort Simon, ein Experiment, da wollen wir ja hin, dass wir das Team Mensch und Maschine so haben in Kombination, dass 1 plus 1 gleich 3 wird. Das ist eigentlich der Sinn. Ja, ich schätze, bei Robotik würde man da jetzt was versuchen, würde eben auch Improvisationstalent fehlen, oder? Ganz genau, das können die Maschinen noch nicht. Da ist also noch viel zu tun, ja. Schauen wir mal eben auf die, nachdem wir jetzt sehr viel allgemein über EVA gesprochen haben, schauen wir mal eben auf die von heute mit Raya Chari und Matthias Maurer. Die beiden sind unterwegs und im Stream konnte man eben mitbekommen heute schon, Raya Chari ist EV1 und Matthias Maurer ist EV2. Was bedeutet das? Ja, Raya Chari hat in den roten Streifen als EV1, der ist ja zum zweiten Mal jetzt draußen, damit schon erfahren und er leitet sozusagen die Außenbordaktivität. Und deswegen zur Unterscheidung für die Bodenkontrolle und für die Kollegin drin, braucht man natürlich da irgendein Unterscheidungsmerkmal, das ist der rote Streifen. Also EV1 ist Extravehicular Number 1 und Extravehicular Number 2, so die Abkürzung in der Timeline, zur Unterscheidung einfach. Und was steht jetzt heute auf dem Programm?
Also ich habe es ja schon erwähnt, Raja macht das Kühlsystem, der macht diese Schläuche, tauscht diese Schläuche aus, damit das Ammoniak-Kühlsystem wieder funktioniert, die Restwärme da wieder über die Radiatorenflächen abgestrahlt werden kann ins All. Dann wird eine ISS-Kamera ausgetauscht, das macht Raja, während Matthias das Ethernet-Kabel dafür installiert. Dann haben wir Bartolomeo, die Außenplattform, die an Columbus angebracht ist. Da haben wir, die ist ja seit 2 Jahren oben, kann aber nicht betriebsbereit sein, weil jetzt bislang 3 Stecker von 4 sitzen und der 4. hat geklemmt beim letzten Mal. Und der ist dann, musste überarbeitet werden und jetzt heute wird der 4. Stecker gesetzt, damit die Nutzlasten, die bald auf Bartolomeo kommen, auch kommerzielle Nutzlasten, dass die dann Strom kriegen und auch mit Datentransfer versorgt werden können. Und dann hat man noch Get-Ahead-Tasks, das sind dann verschiedene Arbeiten, die auf der Timeline noch stehen, wenn die früher fertig werden sollten, das eine oder andere noch zu machen. Matthias muss dann noch eine kleine Isolationsstelle noch fixieren, die hat sich gelöst, da kommt er dran vorbei, das ist dann hoffentlich schnell erledigt, dass die wieder fixiert werden kann, dann ist das auch gesetzt. Aber so, das sind so im Groben die Arbeiten, die heute anstehen. Ja, losgehen sollte es eigentlich so ungefähr um 13.50 Uhr mit dem Ausstieg. Da war man etwas früher dran. Danach gab es eine Verzögerung mit der Helmkamera von Matthias Maurer, was, so wie ich wahrgenommen habe, soweit erstmal zufriedenstellend gelöst worden ist. Kann man die Zeit wieder reinholen? Kommt drauf an, wenn es gut läuft und wenn die beiden jetzt stromabwärts schneller fertig werden mit bestimmten Sachen, dann kann man sicherlich die eine oder andere Minute gut machen. Wir werden sehen, wie das läuft. Mal gucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann muss es der nächste EWA richten. Also das gibt es einfach. Das ist nie so prognostizierbar am Anfang. Technik kann klemmen, kann versagen, kann mal gut laufen, mal besser laufen. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich nehme mal an, dass die Helmkamera nicht nur für tolle Bilder im Videostream bei NASA TV oder bei ESA TV dient, sondern die hat schon eine Bedeutung für die EWA selbst. Ganz genau, die gibt nämlich dem Boden den Blick des Astronauten auf das, was er gerade tut, damit die wie ein Schiedsrichter auf Augenhöhe oder auf Ballhöhe sind, um ihn auch durchsprechen zu können oder Tipps zu geben, um zu sagen, ja, guck mal, pass auf, mach mal da das und mach mal da das. Also die sind immer dabei, der Boden und die Experten, die das System blind kennen, wo Matthias oder Raja dann gerade dran arbeiten. Und das hilft denen natürlich ungemein, so ein drittes Auge quasi, wo man dann noch Zusatzinformationen kriegt über Funk. Das musst du so drehen, das musst du da fixieren, dann sparst du Zeit oder brauchst nicht so viel Kraft, ja, und das macht Sinn. Also es gibt einen Zeitplan, ungefähr 6,5 Stunden hat man heute geplant, ein bisschen Zeit hat man verloren, ein bisschen Zeit hat man am Anfang wieder gut gemacht, aber natürlich die Dauer ist dann da. Wenn man jetzt merkt, man ist früher fertig, ist man mit Sicherheit sehr glücklich und sagt, okay, dann machen wir Feierabend, schätze ich mal, oder vielleicht kann man noch was dranhängen. Sie sagten gerade, es gibt so ein paar Sachen. Aber kann es auch sein, dass man sagt, okay, wenn wir noch 1/2 Stunde dranhängen, dann können wir noch dies und das? Oder macht man wirklich irgendwo einen festen Cut? Das wird situativ entschieden. Das kommt darauf an, was ist der Task, der jetzt noch gemacht werden könnte in der verbleibenden Zeit? Dann wird geguckt, habe ich die Ressourcen noch? Sprich, wie schnell komme ich dahin? Langt mir dann die Zeit, um das noch zu machen? Ist das noch sinnvoll in der Kette, die man abgearbeitet hat? Oder lasse ich das Päckchen besser für den nächsten EWA? Also das wird situativ entschieden und auch natürlich nicht zu unterschätzen, die Kondition der beiden. Wenn die jetzt nach 5 Stunden oder 6 Stunden da draußen sind, dann werden die auch gefragt, wie sieht es denn aus? Könnt ihr noch oder nicht? Ja, da ist keiner böse, wenn man sagt, okay, nee, machen wir beim nächsten Mal. Und dann macht man einen Cut. Das gibt's auch. Also hatten wir bei Alexander Gerst 2014, die haben dann wirklich aufgehört, weil sich das einfach nicht mehr gelohnt hat. Das war dann zu groß noch, um anzuschließen und die 6,5 Stunden oder 6:20 waren rum. Da hat man gesagt, also wieder rein in die Station beim nächsten Mal. Raja Chari arbeitet heute viel von einem Arm aus, der von wo gesteuert wird?
Der wird in der Regel von der Cupola gesteuert, weil man dann auch sieht oder sehen kann. Der Boden ist natürlich auch dabei, also mit Kameras. Und das ist also, da gibt es viele, viele Blickwinkel. Und der wird ganz behutsam gesteuert. Und das hilft schon, weil das spart Kraft und auch Zeit. Und die beiden kommen heute, der eine eben auf komfortable Rad und der Matthias eben durch Klettern außen, kommen sehr weit über die Raumstation in alle Bereiche fast, ja, über den ganzen Truss an Bartholomew, also vor Columbus, also ist schon, die lernen schon eine Menge kennen da. Nach mehreren Stunden waren Rajachari und Matthias Maurer dann beim letzten Task, also der letzten Aufgabe, angekommen. Es wurde bekannt gegeben, dass keine weitere Aufgabe mehr folgen würde an diesem Tag, aber ich hatte dann noch die Gelegenheit, mit Volker Schmidt auf den Tag zurückzuschauen. Es ist ungefähr 19 Uhr, etwa 5,5 Stunden nach dem Ausstieg zur EVA, und im Moment läuft der letzte Task, es wird noch eine Kamera installiert und danach wird eben die EVA beendet werden. Bei mir ist nochmal Volker Schmidt. Wenn die EVA beendet ist, wie lange dauert es dann, bis die wieder rein können? Ja, der Ingress, der wird so eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Und dann wird der Druckausgleich irgendwann, also nachdem die Schleuse natürlich dann geschlossen ist, verriegelt ist, die Cover wieder davor, Thermalblankets und so weiter, dann wird der Druckausgleich herbeigeführt und dann können die Kollegen dann schon rein und wird dann nochmal eine Stunde wahrscheinlich dauern, bis man aus den Anzügen komplett raus ist. Und also jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden, schätze ich mal, vielleicht auch 2 Stunden, je nachdem, wie es läuft. Fazit ist auf jeden Fall, der heutige Tag war sehr erfolgreich. Die ganzen Arbeiten, die vorgesehen waren, konnten erfolgreich umgesetzt werden und bearbeitet werden. Wichtig war für das Thermalkontrollsystem eben der Austausch der Schläuche. Das hat Rajachari gemacht, das hat wunderbar geklappt. Da haben wir auch schon die Bestätigung, es funktioniert. Matthias Maurer hat Kabel verlegt für die Kamera, die jetzt zuletzt ausgetauscht worden ist noch. Das hat auch gut geklappt. Zwischendrin hat Matthias Maurer Bartholomew den Stecker gesetzt, den letzten noch fehlenden für Strom- und Datenverbindung. Das hat auch geklappt. Da haben wir jetzt noch keine Bestätigung. Das kommt frühestens morgen. Hier auch im Kontrollzentrum wird klar sein, ob dann Strom und Daten, das alles geliefert werden kann und klappt. Ich gehe davon aus, weil er hat also an NASA gemeldet während nach der Tätigkeit: I confirm that the plug for Bartholomew has been set. Und das hat wunderbar funktioniert. So, also alles gut. Das Stück Isolation ist noch gefixiert worden wieder. Und er hat auch, oder die beiden haben jetzt noch einen Zusatztask gemacht. Im Endeffekt eine alte Kamera auf der Montierung mit Scheinwerfern abgebaut und die wird zurückgebracht jetzt ins Lager sozusagen, und das entlastet schon den nächsten EVA. Also Fazit ist, alles gut und sehr erfolgreich gelaufen. Und Matthias hat auch einige Male Lob von der NASA bekommen. Nicely done, Matthias, very good. Und das ist schön. Und was mir besonders gut gefallen hat, halt, man sieht mal wieder, wie ruhig, professionell und entspannt auch vom Boden so ein EVA unterstützt wird durch die Experten. Die sprechen die durch, auch wenn mal was nicht so klappt. Interessant war ja, Matthias hatte sich in der Sicherheitsleine mal kurzzeitig verheddert, weil und da konnte man wunderbar sehen, was es bedeutet, im Raumanzug zu arbeiten. Und Matthias hat dann ganz ruhig den Anweisungen des Capcom gelauscht und hat sich nur so weit immer gedreht, weil er konnte das ja nicht selber sehen, wo hängt's denn, ja? Und dann war er wieder befreit. Und das ist großartig. Und diese Atmosphäre, die durch Capcom gemacht wird und durch die Experten, das ist unglaublich. Und das bringt so viel Ruhe, so viel Entspanntheit rein, auch eine positiv, ja, Neudeutsch heißt ja Positive Attitude. Das macht Spaß, einfach zuzuhören. Und das ist kurzweilig, ja, großartig.
Ja, wir haben ja uns ja heute schon darüber unterhalten, wie anstrengend so ein EVA ist. Ich habe es ja heute hier verfolgt und mir wäre dergleichen nicht aufgefallen, aber gibt es irgendwie eine Pause zwischendurch? Nee, eigentlich nicht. Also die sind, die haben mal vielleicht einen kurzen Moment zum Verschnaufen, aber eigentlich sind die kontinuierlich am Ackern irgendwie sich am Umhängen sozusagen, einhängen, gucken, irgendwas zu handeln, ja, Werkzeug fixieren ist noch alles da, dann sich weiterhangeln an den Handrails, nächste Arbeitsposition. Das ist natürlich jetzt keine Akkordarbeit, sagen wir mal, aber die sind schon auch ein bisschen getrieben. Das hat man heute gesehen. Also die haben die Verspätung von einer Stunde ja recht gut eigentlich wieder aufgefangen, trotz Zusatzarbeit noch. Und das zeigt eigentlich, okay, es ist einerseits entspannt, auf der anderen Seite aber auch kein Platz für Langeweile. Also die müssen schon zusehen, dass sie fertig werden. Aber es ist kein Akkord, aber verschnaufen, ja, vielleicht mal einen Moment, aber so richtig nicht. Gibt es denn die nächsten Tage vielleicht eine Verschnaufpause oder geht es morgen ganz alltagsgemäß weiter? Also morgen ist auf jeden Fall für Raja und für Matthias frei. Ich habe gesehen im Plan, dass Matthias einen leichten Task hat. Ich muss aber noch mal gucken, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was ihn körperlich so fordert, ja. Und das ist auch gut, weil wenn man in die Gesichter schauen wird, nachher, wenn die drinnen oder aus den Anzügen raus sind, dann werden die ganz gut geschafft sein und dann ist es auch Zeit zu trinken, was Kleines vielleicht zu essen und dann zu ruhen. Gibt es da Aussagen von RaumfahrerInnen, wie lange die brauchen, um sich so davon ein bisschen ja wieder zu erholen, ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen? Also so ein Tag ist schon gut und dann wollen die auch zurück, also das packen die schon, das haben die auch trainiert. Also die Anstrengung haben die schon erfahren, denn auch so ein Tauchgang ist nicht weniger anstrengend, ja. Und das ist auch wichtig, dass man, sagen wir mal, so ein 1-zu-1-Feeling oft macht. Und dann kann man das auch viel besser verarbeiten und hinter sich lassen. Und so nach dem Motto, ja, so ein Tag Pause, der ist ganz gut. Und ich kann vielleicht mal dann wirklich eine Stunde aus dem Fenster gucken oder 2 Stunden sogar und habe mal ein bisschen Ruhe und kann mal ein paar Mails beantworten oder mit der Familie telefonieren. Die wollen alle wissen, wie geht's mir, ja. Also das wird morgen sein, denke ich mal. Und das ist auch gut so. Das ist wichtig, auch für die Astronauten. Jetzt gibt es im Moment ja eine ja eher ungewisse Atmosphäre mit dem Krieg in der Ukraine. Es ist nicht denkbar, dass Matthias Maurer noch einen zweiten US-EVA mitmacht während seiner Mission, oder? Nee, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Oder sagen wir es mal so, es ist sehr unwahrscheinlich. Der nächste EVA ist, ich habe den gar nicht im Kopf jetzt, aber das wird sehr wahrscheinlich, also man wird die Personen, die zurückfliegen, jetzt nicht mehr einem EVA aussetzen, weil die Vorbereitung für den nächsten EVA ist genauso aufwendig wie für diesen. Auf der anderen Seite haben so viel Arbeiten auch noch gemacht zu werden für eine Übergabe. Das heißt also, Matthias muss seine Tasks, seine Experimente, seine Prozeduren ja übergeben und im Endeffekt muss Samantha dann weitermachen oder der ihn ablöst. Im Endeffekt, und das ist so viel zu tun, auch sein das Verpacken und Verstauen wieder von seinen Elementen, die er mit zurücknimmt, das wird man nicht machen. Und die Workload für Matthias ist in den nächsten Wochen noch richtig voll. Es kommt noch Simon, unser Assistenzsystem, dann kommen noch eine Menge Experimente, wo Matthias noch gefordert sein wird. Also wir haben jetzt schon erfahren, okay, wir müssen an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen abspecken. Auch der Rückkehrtermin ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber ich denke nicht, dass er noch mal jetzt ein EVA machen wird. Obwohl ich es ihm natürlich sehr gönnen würde. Ne? Aber ich meine, er war jetzt draußen und jetzt müssen die anderen wissenschaftlichen Dinge nach erstmal abgearbeitet werden und dann wird man sehen. Sie sagten, der Rückkehrtermin steht noch nicht fest. Angestrebt wird meines Wissens April, ist das richtig? Ja, genau, das ist so das letzte Aprilviertel ungefähr wird angestrebt. Aber das hängt jetzt vom Wetter einerseits ab und von dem Axiom Flight, wie der sich gestaltet. Das werden wir die nächsten Tage erst erfahren, wie das sich dann äußert und niederschlägt.
Kann man schon etwas dazu sagen, wie die Rückkehr vonstatten gehen wird, wenn er dann zurückkehrt, wann er zum Beispiel dann, wie viel später er dann in Köln im NVHAP ankommen wird? Also er wird dann nach der, die werden ja vor Florida irgendwo niedergehen, Landezone 1 wahrscheinlich, wenn das je nach Wetter eben. Sie haben einige Landezonen auch auf der anderen Seite von Florida. Und das muss man dann abwarten. Und dann nach der Bergung wird er nach den ersten Untersuchungen dann sicherlich in den Flieger gehen und ans NVHAP gehen. Wir haben noch keine Zeiten genau, das werden wir noch kriegen. Aber klar, dann, wenn er im NVHAP ankommt, wird er erstmal das normale BDC machen, die Baseline Data Collection. Der wird dann seine medizinischen Untersuchungen haben, all das, was Post-Flight sozusagen und nach der Landung erforderlich ist für die Statistiken, für die Weltraummediziner. Und dann wird er sich erholen, Rekonvaleszenz machen, bevor es dann im Juni an ein Science Debrief geht. Dann wird das mit NASA sein und mit den internationalen Partnern. Und dann wird sukzessive berichtet, was in der Wissenschaft wie gelaufen ist. Und weil viele Dinge sind ja auch der Beobachtung von Matthias geschuldet, Questionnaires werden besprochen und so weiter. Also das ist sehr umfangreich und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dann wird er irgendwann auch zur Verfügung stehen für, ich sag mal, andere Fragen, für Public Events und so, das werden wir sehen. Aber das wird nicht vor Juli wahrscheinlich sein, ja. Dann wünsche ich das klingt jetzt so, als wäre es schon gelaufen, aber für den Rest der Mission, für den Fortgang der Mission Cosmic Gift, wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank und die letzte Phase nochmal, die wird nochmal richtig, richtig busy sein. Toi, 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 Dankeschön. Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Die EVA endete dann nach 6 Stunden und 54 Minuten. Man bemerkte noch Wasser im Helm von Matthias Maurer. Das ist nicht gewollt und kann potenziell Ärger bedeuten. Es gab einen Vorfall mit sehr viel Meerwasser bei einem Außenbordeinsatz von Luca Parmitano im Jahr 2013. So schlimm wurde es aber dieses Mal nicht und es soll keine Gefahr bestanden haben. Natürlich muss und wird man diesen Vorgang untersuchen. Gute Nachrichten gibt es von der Bartolomeo-Plattform. Der Anschluss der Plattform durch Matthias Maurer war nämlich erfolgreich. Dieses wurde bereits am Tag nach der EVA bestätigt. Von dieser Plattform wird man sicher noch weiteres hören. Danke an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt für die Veranstaltung in Oberpfaffenhofen und dass ich dabei sein durfte. Und danke natürlich auch nochmals an Herrn Schmid für die vorher nicht geplante Zeit für unsere Gespräche. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Nahr. Diese Episode wurde möglich dank der finanziellen Unterstützung einiger HörerInnen. Ich habe die Reisekosten dieses Mal komplett durch Spenden bezahlt und das hilft natürlich sehr, solche Gelegenheiten einfach so mit wahrzunehmen. Dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt, ich verdiene kein Geld damit, das heißt, für meinen Beruf muss ich Urlaub nehmen, um solche Dinge zu machen, aber wenn dann das auch nicht noch ein großes Loch ins Portemonnaie reißt, ist das auf jeden Fall ein Motivator und da möchte ich einfach Danke sagen allen HörerInnen, die durch ihre Unterstützung so etwas mit möglich machen. Aktuell ergibt sich vielleicht noch eine Möglichkeit für eine weitere Reise für den Podcast. Das ist aber im Moment noch unsicher und muss vom Veranstalter noch genehmigt werden. Aber ich denke, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber das Ganze ist noch ein paar Monate hin und ich hoffe einfach mal. Dann möchte ich noch sagen, Dankeschön für eine neue positive Bewertung bei iTunes. Das hilft der Sichtbarkeit dieses Podcasts weiter und dafür vielen Dank. Für die nächste Episode ist noch nicht ganz sicher, welches Thema das Rennen macht, aber es sind weiterhin mehrere parallel in Vorbereitung. Etwa Mitte April soll die nächste Episode dann erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.